Ja, fahr doch, Mann! Machst aber leichte Fragen, ne? Guck mal, dein Bruder kann noch nicht mal mit der Kamera umgehen. Ja, der hat das Handy neu. Seid ihr gut drauf? Auf jeden Fall. Ja. Und ihr Pflegefälle kennt die Fortuna in- und auswendig? Hoffentlich, oder? Wir hoffen es. So, dann kann man anfangen mit den Fragen. Frage 1. Welcher Fortuna hat als erster deutscher Profi alle drei Aufstiege von der viertklassigen Oberliga bis in die erste Bundesliga mitgemacht? Lumpi. Frage 2. Welcher japanische Spieler schoss die meisten Tore für die Fortuna? Super. Ist jetzt so einfach, ne? Ja, wird schwieriger und schwieriger. Frage 3. Ab wann waren die Toten Hosen für 2 Jahre Trikotsponsor der Fortuna? Oder? Alex, was sagst du? Ja. Ja, du hast das Trikot. Ich hätte das schon. Boah, ich weiß nicht mehr, wie lange ich schon, ne? 2-1. Die Antwort lautet B. Ab Sommer 2001. Jawohl. Glück gehabt. Mit 1 Million D-Mark. 1 Million D-Mark. Frage 4. Wer ist der Rekord-Liga-Torschütze von Fortuna Düsseldorf? A. Peter Meier. B. Rainer Geier. C. Klaus Allofs. D. Ruven Hennings. Richtig überlegen. Hallo, Klaus Allofs. Richtig überlegen. Hennings, wieso hat Hennings nicht geschossen? Hennings hat das nicht gemacht. Komm, hier mit Geier. Geier? Bleib dabei. Ja, nehmen wir den Geier. Ich weiß es nicht, ey. Also bleib dabei. Die Antwort lautet A. Peter Meier. Schade. Tut mir leid. Mann. Ist er vorbei. So ist das im Leben. Ja. Man gewinnt den Kissen. Für richtig. Hat der Meier so viel Tour gemacht? War nicht so bewusst, ne? Ja, damals war ihm so schwer. Ja, stimmt. Aber wir waren dabei, wir waren im Quiz-Taxi. Ja, ja, lachst du, lachst du. Vielen Dank. Jo, vielen Dank. Toll, mit dir mitzufahren. Ja. Ich. Hat Spaß gemacht. Jo. Danke. Frag mich nicht, wieso.